Europäische Bisons, nahe Verwandte des bekannten amerikanischen Vertreters. In Europa wurden sie Wisente genannt. 1923 waren sie hier praktisch ausgestorben. Die damals gegründete Internationale Gesellschaft zum Schutz des Bisons fand noch 53 Exemplare in verschiedenen Zoos in aller Welt. Sie wurden der Ursprung der heutigen Population. Das europäische Wisent konnte hier nur dank einiger weniger Tiere überleben, mit denen die Art erhalten wurde. Das war wirtschaftlich nicht sinnvoll und aus Artenschutzsicht problematisch. Heute streifen wieder fast 400 europäische Wisente in freier Wildbahn durch die Ukraine, sorgsam gehegt, gepflegt und überwacht. Ein WWF-Projekt mit engagierten ukrainischen Waldarbeitern soll Daten liefern. Das Halsband sammelt ständig Informationen über den Standort der Tiere. Wir haben so die Möglichkeit, sie zu analysieren. Wir werden so etwas über die Besonderheiten der Standorte der Tiere erfahren, was sie fressen, wo sie schlafen und wo sie sich zu den verschiedenen Tageszeiten aufhalten. Heute stehen die Wisente zwar immer noch auf der roten Liste der bedrohten Arten, die Population liegt aber bei mehr als 6200 Exemplaren.